Zum nächsten Mal werde ich dir auf den Kopf schlagen. Eine Weile. Wenn du ohnmächtig wirst, warte ich, bis du wieder zu dir kommst. Dann werde ich dir die Arme und Beine brechen. Und danach verstümmle ich dich. Aber ich weiß noch nicht wie. Das improvisiere ich, wenn es soweit ist. Wenn ich dir beispielsweise eine Hand abschneide, kann ich sie dir auf den Kopf drapieren. Wie ein Diadem. Solche Gemeinheiten machen Spaß. Oder ich kann dich zwingen, dein eigenes Ohr aufzuessen. Wenn ich gut bin, nehme ich dir die Eingeweide heraus, ohne dass du stirbst. Da kriegst du Angst, hm? Angela, schau mich an. Kriegst du Angst? Wenn du am Verbluten bist und kurz vorm Sterben, kommt der Schuss in den Mund. Dann zerstückle ich dich und weg.